Hallo und willkommen zu einem kleinen spontanen Let's Test. Und zwar von Happy Wheels. Habt ihr bestimmt schon einiges von gehört oder gesehen, so wie ich. Und ich dachte mir einfach mal, wieso soll ich das nicht auch mal Let's testen? Erstmal, vielleicht gefällt es euch ja. Und wir machen das regelmäßig. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, ich zeige euch einfach mal, was Happy Wheels ist. Einfach mal, was nehme ich denn? Zum Beispiel, das habe ich schon mal gespielt. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal und zeige euch so ein bisschen, was das ist. Man kann meistens auswählen, was für Charaktere man hat. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Segway-Guy, aber ich konnte jetzt nicht auswählen, dass ich ihn haben möchte. Ihr seht, ich spiele gerade mal mit Boxen, um das auszuprobieren. Es passiert Folgendes, wenn wir diesen Jungen rammen. Deswegen sollte man da großzügig ausholen und man steuert die übrigens mit Leertaste springen ganz normal und Hochtaste vorwärts, Runtertaste, also hoch, vorwärts, runter, zurück. Musste ich mich erst dran gewöhnen, aber da wird der Weg dicht gemacht, aber ist eigentlich jetzt nicht so eine Herausforderung. Man kann sich auch sämtliche Körperteile brechen, das ist aber ziemlich ungeil, weil dann kommt man nur schleppend weiter und das wäre jetzt nicht gerade förderlich. Man merkt bestimmt, ich habe das jetzt schon das ein oder andere Mal gespielt. Die Level sind sehr liebevoll designt, wie man sehen kann. Und es gibt immer wieder kleine Trigger, die was auslösen, dass was passiert. Ja, das war der schlauste Spruch ever. Jetzt leckt es gerade ein kleines bisschen. Warum ist meine Maus im Bild? Entschuldigung. Da. So. Das erste Level haben wir jetzt. Welches habe ich denn? Komm, Crime City, machen wir einfach mal. Wir haben ja Zeit. Ich möchte was von den Leveln zeigen. Deswegen mache ich einfach mal ein paar. Oh nö, nicht das. Ja, nee, das habe ich die ganze Zeit noch nicht verstanden. Nordpol Rush Cardiff. BMX Park. Das sieht nicht schlecht aus. Ich kenne eigentlich nur eins davon. Oh Gott. Nein! Na? Okay, kann mal passieren. Okay, ja, das kann auch zweimal passieren. Ja, komm schon, los! Nein, nicht Timmy! Ja, nein, nein! Ja. Gut, ja, Links-Rechts-Kombi scheint da ziemlich gut zu funktionieren. Und der Arm ist gebrochen. Oh, Timmy sitzt noch drin. Ist es einfach nur so bescheuert. Aber macht Spaß. Wow, das war jetzt mehr als knapp.
Hey, komm schon! Boah, ich verschwinde gerade aus dem Bild. Au! Wir haben irgendwas durch den Arsch. Das sieht ungesund aus hier. Ich will jetzt gar nicht so genau wissen. Wir nehmen einfach mal. Ah, das kenne ich noch. Pokémon Training kenne ich noch. Da muss ich aber sagen, da ist der Segwave-Guy. Wir zeigen eigentlich nur den. Also, ich zeige eigentlich nur den. Aber man sieht schon, die Pokémon-Verarsche. Der ist wesentlich besser wie alle anderen für das Level. Ich kann mal ganz kurz demonstrieren, was passiert, wenn die Blitze einen treffen. Okay, oder eben nicht. Ich sollte vielleicht kurz vorher springen. So, das federt nämlich den Fall ab. Nein, ich bin voll. Das ist mir noch nie passiert. Also als ich das durchgespielt habe, ist mir das die ganze Zeit nicht passiert. Ich weiß nicht, warum jetzt so plötzlich. Das hat so gut funktioniert mit dem Sturzabfangen. Ach Mensch, jetzt geht's nicht mehr. Okay, wir haben ja Zeit eigentlich. Es läuft noch. Ah, hab noch genug Zeit. Ach komm, weißt du was? Einfach. Nein! Ja. Jetzt habe ich deinen Arm. Nein, nein, geh weg. Ha! Pummeluff. Dem sind wir entkommen. Gerade so. Wann fallen die Beine endlich mal ab? Jetzt sind sie weg. Das sieht so. Das sieht so komisch. Ah, Pedobär. I. Final Showdown. Mit wem? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nein! Nein! Geh! Nein! Komm, 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 komm! Kann ich doch noch irgendwie hinruppen? Ich schaff das! Komm, nicht aufgeben! Komm, das schaffen wir. Schaffen wir das? Wow! Na? Ach, weißt du was? Machen wir es einfach nochmal. Ah, ja. Ich drücke immer die anderen Tasten. Na, 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 na. Na, du. Bringt er sich selber um, der Affe? Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Ich will ja nur das Level schaffen. Das gibt doch, ist doch nicht so viel verlangt. Komm schon. Nein! Okay, also das Spiel merkt man bestimmt schon, weckt so einige Aggressionen nach einer Zeit, aber
Ist trotzdem nicht schlecht. Ja, endlich. Jetzt bloß aufpassen, ey. Jetzt habe ich hier einen Arm in der Nase stecken von der Ollen. Hat er seinen Fuß verloren oder... Self-Destruct. Nein. Nein! Nein, 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 nein. Fuß weniger. Shit. Komm, komm, komm. Nein! Pedobär. Final Showdown. Wir leben noch. Wir leben. Okay. Okay, okay. Yes! Oh, endlich. Haben wir noch ein bisschen Zeit oder ist es schon wieder soweit? Ist eigentlich egal, ist ein letzter Test, aber ich will trotzdem jetzt ein bisschen ein paar Zeiten einhalten. Also ich habe eigentlich 20 Minuten veranschlagt, aber... The Hotel, das klingt gut. Das klingt nicht schlecht, ist auch gut bewertet, das heißt... Oh, das sieht schon mal sehr lustig aus. Schon wieder Zagwave Guy. Okay, wir haben irgendwie nur den. Ich zeig dann auch mal... Auf jeden Fall... Das ist nur eine Fleischwunde. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Jetzt hängen wir an dem Tisch fest. Komm, wir fahren einfach mal drüber. Aufs Klo müssen wir im Moment nicht. Nein, 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 nein. Was? Was? Das muss ich mir im Nachvideo nochmal, also in der Bearbeitung nochmal anschauen. Was hat uns da jetzt den Kopf gekostet? Und raus! Hier mussten wir rückwärts raus, genau. Dann hier zu der guten Dame rein. Runter und... Gut, das... Nein! Gut, wir leben noch. Die schon wieder. Guten Abend. Oh, das war's schon.
Ja, war ein sehr schönes Level, zwar ein bisschen kurz, jawohl, ein bisschen kurz geht eigentlich. Mal schauen, was wir noch alles haben. Ihr könnt mir nämlich in Zukunft dann auch ein Level schicken, sofern ihr das möchtet. Den Forest nehme ich jetzt mal. Allerdings muss ich mich erst anmelden auf Happy Wheels, denn das ist nur zum Testen einfach nur mal so runtergeladen. So, jetzt haben wir einen anderen Charakter. Was für ein Zufall, dass wir ein Fahrrad im Kofferraum hatten. So, mal gucken, was wir hier haben. Natürlich. Nein! Ja. Nee, das ruckelt mir ein bisschen zu stark. Ich gehe einfach mal. Temple Run, String. The Office. Das sieht nicht schlecht aus. Okay, auch mit den zwei. Das ruckelt komischerweise gar nicht. Ach, das ist ja geil. Na? Ach Mist. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen leichter geworden, was jetzt aber. Auch nicht so viel bringt. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so gut klar. Na? Ja. Ja, komm. Reiß doch einfach den Sattel ab, los! Reiß ihn ab! Opfere das Kind! Oder seinen Arm. Beides okay. Hey, wir leben noch! Ja. nein. Na komm. Ja. Ja. Oh Mann, ich will immer auf die andere Taste drücken. Das ist so. So eine Gewohnheitssache, ich bin voll das Gewohnheitstier. Nein. Ja. Na. Kurz Nase kratzen. Nein. Ja, so. Wirkt jetzt noch sehr realistisch. Nein. Nein! Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Na super. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, aber man sieht schon, worum es bei Happy Wheels geht. Würde mich mal interessieren. Man muss ja also wirklich berühren.
Nein. Nein. Okay, das Level machen wir noch. Ich will das unbedingt jetzt irgendwie schaffen. Ah, Mann. Na komm. Ich kann das nicht so gut mit der Links-Rechts Taktik. Mist. Wir leben noch, wir leben noch. Durch. Mist. Ich glaube, wir müssen einfach durchfahren, wenn es irgendwie geht. Komm, das Level schaffen wir noch. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Nein! Also schnell da ranfahren. Geh jetzt da hoch. Los. So. Ja, das war's auch schon mit dem langsamen Ranfahren. Hat sich das wohl erledigt? Ciao, ich bin weg. Sohn ist tot. Nein. Mist, muss ich die berühren? Ja! Nein, nicht sterben. Ja, endlich. Boah, also das kostet schon ein bisschen Nerven. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Nein, ganz sicher nicht. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder positive Rückmeldung oder auch ein Abo, wenn es euch gut gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Video-Info. Nee, ich sage immer Video-Info. Unten in die Kommentare. So, jetzt haben wir es. Und bis dahin würde ich sagen, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Vormittag, Mittag, was auch immer ihr gerade habt, wenn ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.